das denn für ein Gerät, ey? So, Freunde, hier sind ja einige Reality-Darsteller und ich würde mal gerne wissen, was so in deren Taschen ist. Ich würde mal sagen, ihr kommt mal direkt mit. Entschuldigung, die Herrschaften. Was befindet sich in deiner Tasche? Kann ich dir leider nicht geben, außer du gibst mir 100 Euro jetzt auf die Hand. Wir machen 50. 50, okay, 50. Gib mir 50 auf die Hand, ich geb dir. Wir machen 50 auf die Hand. Die krieg ich gleich wieder. Safe nicht. Bella, ich habe hier gerade die Brille von dem Kollegen hier. Okay. Steht mir die Brille oder soll ich die wieder zurückgeben? Nee, steht hier. Ich glaube nicht. Aber meine eigene Schuld. Hat schon was. Hat schon was? Ja. Oh, Bella. Aber Augen sind immer... Augen sind authentisch. Ich sag das auch immer. Augen sind besser. Man muss immer in die Augen schauen bei den Frauen. Und ich gebe euch einen Tipp. Zuerst immer in die linke, dann in die rechte und dann auf die Lippe. Weil dann sind die Frauen ein bisschen... Der Mann hat Ahnung. Natürlich, der Mann im Anzug hat immer Ahnung. Ja, mein Laster. Hab ich auch, ist auf dem Tisch. Ich hab immer noch hier ein bisschen was für meine Lippen. Willst du bei mir auch drauf machen? Ja, komm. Oh. Ist gut? Sieht gut aus? Ist das Labello oder glänzt das jetzt? Glänzt ein bisschen, aber es ist gut. Ist gut? Sieht gut aus. Meine Mutter bringt mich natürlich um, glaube ich. Also wenn meine Mutter das sieht... Oh, das nehme ich auch gerne ein. Einen hätte ich auch gerne. Dann sagt sie zu mir, ich bin flirty unterwegs hier. Hast du Scheine einstecken, dann kannst du gerne welche reintun. Ich hab schon Scheine losgeworden hier. Der eine wollte Geld dafür haben. Was haben wir hier? Nasenspray. Nasenspray? Ja. Ein Spiegel. Aha. Eine Vape und Lippenöl. Lippenöl. Kaugummis, Airwaves. Aua, ah. Er hat mich gebissen in die Hose. Ah, ich habe mich gerade gepiekt. Ach so, ja, und Schmerztabletten auch. Schmerztabletten? Ja, wenn man den ganzen Tag mit Beverly unterwegs ist, glaube ich auch, dass man da Schmerzen hat. Was? Und mein ihr braucht bald einen neuen Moderator, weil dieser hier wird bald im Reim schwimmen gehen. Aber nur wenn Beverly mitkommt, sonst nicht. Ja. Du willst wieder ohne Bikini, das kenne ich schon. Guck mal, ich habe erstmal Portemonnaie natürlich bei, ganz wichtig. Das wird jetzt ganz falsch, ne? Jetzt kommt's, was da rauskommt. Ja, ansonsten, guck mal, das Ding ist, man muss ein bisschen vorsorglich immer sein, ne? Deswegen habe ich immer ein Bindchen dabei für die Dame, weißt du? Das heißt, sie sagt Bescheid. Also, wir müssen für ihn das nächste Mal einen Anzug holen, weil das ist ein richtiger Gentleman hier, ne? Also, die ist auch noch frisch, die ist noch nicht benutzt. Die kannst du nicht aufmachen, die brauchst du noch. Ja, das mache ich gleich. Das Ding ist, ich bin wie so der Notarzt. Ich mache das dann auch immer. Ich kann das wechseln und so. Kannst du das bestätigen? Leider ja. Und zur Not habe ich auch immer noch einen kleinen dabei. Genau, das ist auch mal gut. Kommt noch Situationen an, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo Tampon braucht, dann kriegst du einen Tampon von mir. Ansonsten ist alles leer. Oh. Scheiße. Aber egal. Oh. Ich wollte gerade sagen, einige Männer können da draußen was von ihm lernen, aber ich glaube, ich muss mal selber auch was von ihm lernen. Also nicht mal ich habe sowas. Aber gut, ich habe auch keine Frau an meiner Seite. Deswegen. Ja? Ja, da kannst du ja mal direkt deine Tasche mal zeigen. Was hast du in deiner Tasche drin? Handy, Portemonnaie, ich habe einen Scheißhaufen Make-up dabei. Ja, also Oh, ich habe einen Geldbeutel. Fühl mal, da ist hier schon was drin, ne? Also ich würde... Entschuldigen Sie, das geht ja mal gar nicht. Wir haben What's auf jeden Fall... in my bag, ohne seine Girlfriend. Also nein. Ja, also er hat auf jeden Fall viel Geld dabei. Ich glaube, er lädt dich noch auf jeden Fall zum Essen ein. Ja, natürlich. Aber obwohl, nee, Essen kann sie ja selber gut kochen. Deswegen, draußen essen ist nicht so, ne? Bro, ich sag mal so, wir gehen schon drauf. Oft essen. Ja. Draußen. Ja. Aber Portemonnaie tut dann weh, ne? Mit Freunden immer. Gut, lädt mich immer ein. Innerhalb von 2-3 Tagen, Bruder, Geldbeutel ist wieder leer. Fühlt sich wieder leichter. Wir brauchen ein neues Format für Homo, bitte, ja? Bitte. Jetzt wisst ihr, warum ich immer Single bin, Leute. Ja, genau. Alles richtig gemacht. Weil das ganze Geld für die Anzüge weg. Deswegen. Nico, erzähl mal. In meiner Tasche ist nicht viel. Vape, Handy. Mehr braucht man nicht. Mehr brauchst du Bezahlen nicht. Tust du mit Handy wahrscheinlich. Ja, safe, Handy. Aber, oder warte. Karten habe ich auch noch vom Stand. Ausweis auch. Wegen Türsteher, so falls er sagt, er ist keine 18 mehr. Auf Nummer sicher gehen. Er sieht ja noch jung aus, deswegen, ne? Danke dir. Ich habe hier eine Sonnenbrille, ich habe Geld hier ein bisschen, ich habe Puder, damit ich nicht glänze. Puder? Labello. Aber wofür Puder? Bro, wenn du glänzt. Kannst du bei mir auch drauf machen? Willst du? Ja, komm, er soll bei mir auch drauf machen. Das hat mich jetzt schon 50 Euro gekostet. Wow, das fühlt sich super geil an. No homo, Digga. Vor allem von dir. No homo. Was machst du eigentlich heute Abend? Glänzt er noch? Hör mal, ich glänze jetzt noch, oder? Ich glaube, ich hole mir auch einen Puder. Nein, der glänzt nicht. Deswegen, das brauchst du, Bro. Wenn du ein Profi bist, was das Game angeht, dann hast du Puder dabei. Ist da Kondome dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Okay, komm, du darfst. Ich darf? Du darfst. Oh, eigentlich als Mann darf man nicht in die Tasche einer Frau gucken, ne? Okay. Mir meine Tasche. Oh, dann komm mal ein bisschen näher, Herr Kameramann. Der Jan ist natürlich immer am Start. So, wir haben ein Handy. Wisst ihr, wofür das ist? Nee. Reality-Leute wissen natürlich darüber Bescheid. Aber sie kann das an den Spiegel machen, so hier an die Kamera. Und dann kann sie sich selber auch... Die krassesten Stories sind mit diesem Ding. Muss ich mir auch mal eins bestellen. Und dann nur noch meine Kette von der Tasche und ein bisschen Geld und
meine Karte. Aber eine Frau, wenn sie mit einem Mann unterwegs ist, braucht kein Geld. Genau, deswegen bin ich ja mit dir unterwegs, ne? Okay, eine Runde geht auf mich. Ja! So, Laura, zeig du mal erstmal hier, was du in deiner Tasche drin hast. So, ja, nichts Weltbewegendes, ne? Also nichts Bewegendes. Ne? Sie hat sogar den Führerschein. Ja, gerade so. Mehmet, falls du zuschaust, sie kann dich abholen. Ich hole hier niemanden ab. Also entweder werde ich abgeholt oder gar nicht. Okay, Mehmet, kannst du abschminken. Oh, was haben wir denn hier? Sehr, sehr gut. Das können wir eine Duftprobe machen? Ich auch. Und richtig edle Inhalte. Yeah. Wenn ich bitten darf, kannst du mal ganz kurz hier drauf spritzen. Also mit dem, Parfüm dazu. Ich riech so, du müsstest wissen, dass ich so rieche. Echt? Ja. Du hast mich aber heute nicht... Ja. Den habe ich auch abgefüllt sogar. Ich habe ihn auch mit, ich habe ihn nur abgefüllt, ja. Den riecht sie schon ewig, den Duft. Riech mal deinen Duft nochmal. Das riecht nach Laura. Ja. Tipp an die Männer, ne? Einmal Duft hier ran, weil, weißt du warum? Nee. Falls sie zu einer Frau geht, dann packt ihr sie ja meistens so und dann riecht sie nochmal euren Duft. Ihr Vollidiot. Wie oft wäschst du so Hände am Abend? Einmal. Ja, das erklärt einiges. Ja, aber der Anzug macht es ja wieder gut. Aber ich hab auch ja, aber das wäscht doch das Parfüm ab. Ja, aber hier, Madame, hier. Handgelenk nennt man das. Dann wollen wir bei der Dame schauen. Mal schauen, ob sie auch an ihren Mann denkt. Ob sie auch vielleicht was dabei hat. Kondome sind immer dabei. Echt? Okay. Oh. Was hab ich dabei? Nix. Er meint, du bist wunderschön. Bei mir ist der typische girly Stuff drin. Kannst ja mal einfach rein. Greif einfach mal rein. Aber ein Mann darf nicht in eine Frau's Tasche gucken. Ist das okay? Oh, guck mal, ich muss von dir, dein Kollege. Ah, okay, ich darf. Leute, ich darf. Also hier keine Hate. Expose mich mal. Okay, dann. Ich halte dein Mikrofon. Also mit ihrem Rabattcode kriegt ihr auf jeden Fall bei Louis Vuitton 10%. Also ich bin heute 8 Stunden aus Prag hierher gefahren. Deswegen ist meine... Extra, um hier zu sein. Und deswegen habe ich meine ganze Beauty-Bag einfach hier drin. Winnerin. Mundspray. Oh, das Parfum dabei. Parfum, Geld. Du brauchst am dringendsten. Ne? Warum, stink ich oder was? Ja, ja, komm, nee. Komm, keine Spaß. Ich stink nicht. Atemberaubend, atemberaubend. Überall, außer in meinem Mund. Aber da wollen wir mal schauen, was die Dame so dabei hat. Leute, das ist echt peinlich und meine Tasche ist so unaufgeräumt, Leute. Ja, ja, jetzt kommt. Eine Sonnenbrille, ja, damit ich immer cool bin, weil so wegen Raves und so. Damit weil der Umut strahlt immer so und deswegen braucht sie immer so eine Sonnenbrille, dass sie das abkann. Genau, so sieht's aus, kein Sinn. Ja, man muss ja auch mal anonym bleiben. Was habe ich denn noch da? Also, ne, unspannende Dinge wie AirPods, 10 Euro, starke Schmerztabletten. 10er kannst du mir gleich wieder hergeben. Lipgloss, das ist auch Lipgloss, dann kannst du mal einmal so ein Lipgloss bei Umut drauf machen. Oh, Schatzi, würdest du es machen? Ey, immer ich hab's auch gemacht, das willst du sehen. Immer wenn ich Lipgloss drauf hab, Umut so... Komm, einmal für uns. Einmal Umut, komm schon, ich hab auch gemacht. Versprochen, du wirst das sehen, ich hab's auch gemacht. Komm her, mein Schatz. Bruder, ich mach das doch für dich, Bruder. Ich mach das doch für dich, man. Nicht auf den Lippen. Küsst doch sein Nasenloch. Für dich, Bruder. Komm her, mein Schatz, komm her. Mach deine Lippen nur mal... Guck nicht so deprimiert. Oh, oh, wie schön das aussieht. Komm her. Umut, du musst doch so machen, du musst doch... Nein, hat schon weggemacht. Guck mal, das glänzt, Bro. Ja, und jetzt das spannendste Item in meiner Handtasche natürlich sowieso mein Handy. Was Influencer immer dabei haben. Und das ist natürlich, das müssen wir dann demonstrieren hier. Ich habe dazu auch noch ein passendes Ding, was ich auf mein Handy erstecken kann. Ja, weil ich möchte ja hochqualitative Stories machen. Mich ja immer gut aussehen. Und deswegen natürlich mein Influencerlicht, ja. 40 Euro Amazon, gönnt euch, Ladies. Gibt's auch einen Rabattcode? Ja, halt echt. Nee, Rabattcode habe ich nicht, aber bitte geht auf meine Linksliste, weil ich krieg Affiliate-Link, ich krieg Geld dafür. Ja. Geil, 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 geil. So, was haben wir hier noch? Parfüm. Darf ich mal testen? Ja, sicher. Das sind so Dupes zu Originalen. Ah, kurz mal Schleichwerbung. Ja, also die Elusa-Parfüme sind die besten Dupes zu den Originalen, kosten 10 Euro mit meinem Code und sind einfach krass. Mit Bella 10 könnt ihr natürlich... Nee, mit Bella 45 könnt ihr für 9,99 Euro die Parfüms ergattern. Ja, und ich bin auch dabei. Dabei. Jetzt machen wir Stiftungswarentest. Das ist doch geil. Ich hab da auch noch eins. Sie haben auch noch eins. Ey, warte mal. Die haben hier alle Kooperation. Die Lisa ist auch dabei. Also ich liebe ja selber nur süße und intensive Düfte, weil möchtest du eine Frau haben, musst du auch riechen wie eine Frau, ne? Es gibt ja nicht nur Frauenparfüms, ne? Also wenn man eine Frau beeindrucken will jetzt, Illusion. Also wenn man nicht zu viel Geld ausgeben will. Und dann tut man vor der Frau aber so, als wäre es das Original. Das Abtörner. Nein, Mann. Nee? Solange ich es nicht rausfinde. Ja, okay, auch gut. Auch nicht schlecht. Ja, sie hat es gespritzt. Können wir gesprüht sagen, weil ich... Ja, gesprüht, ja. Ach ja, wir haben hier natürlich eine wundervolle Parfüm-Expertin. Ja. Rituals. Rabatt gibt es natürlich bei Beverly 10%. Beverly, was hast du denn in deiner Tasche drin? Ich habe mein Handy. Ich weiß, du hast gerne mein Hintergrundbild, aber so weit sind wir noch nicht. Hey, da ist ein Bild von Max. Nein, mein Hund ist schöner. Ah. Und welcher Max übrigens? Ja, Max Wilschrei. Kenn ich nicht. Uninteressant.
Ja, Geld, Karten, eine Puderquaste für den Armin. Oh, die ist ja süß. Wo hast du die gekauft? Heute gibt es Gesichtsreinigung hier. Dann habe ich Duft abgefüllt, ich habe Taschentücher, ich habe Kaugummi, ich habe einen Lip Liner, alles High Class natürlich. Ja, hier sind ein paar Stifte zum Basteln, glaube ich, oder zum Malen. Hey, da haben wir noch einen Tampon. Du, ich bin gerade in Not, deswegen. Wir haben hier noch eins. Wow, oh, hier haben wir nochmal so ein Pinselding. Der kann auch als Tampon ganz fungieren. Ganz viel girly stuff. Damit schminkst du dich dann halt so. Ja. Oder darf er auch? Weißt du, wofür der Pinsel ist? Nee. Achso, ich weiß nicht, als wäre das es Mikrofon. Es gibt ganz viele verschiedene Pinsel. Weißt du, wofür der ist? Nee, für die Oberfläche. Puder. Puder. Okay, wenn man glänzt. Ja, genau. Ich glänze immer. Ich glaube, ich muss mir auch so ein bisschen. Ich habe schon vorhin von dem einen auch so ein bisschen Puder bekommen. Du musst mal, die Piratenklappe rausholen. Was ist denn die Piratenklappe hier? Ja, ein wahrer Pirat schießt auch ins Rote, nee, Herr Kollege. Ist hier ein Kondom vielleicht dabei? Wäre interessant. Nee. Sag doch nur girly stuff. Mit dieser Handtasche kann ich safe 3 Tage überleben. Ja, ich habe 7 Hut ab. 7 Proteinbars hier drin. Ja. Echt? Kann ich eins haben? Gebe ich dir gleich, ja. Ja, machen wir gleich. Hast du denn irgendwas anderes noch, was wir so... Mein Portemonnaie. Warte. Jan, ich habe was Geiles gefunden. Ah, ich wusste es. Das, ich kläre euch mal auf, das ist für die Nase, also falls man zu viel Schnupfen hat. Genau. Nein, Nasenbluten. Nasenbluten hat, dann steckt man das in die Nase rein und hält halt so auf. Geil, oder? Aber ist schon groß hier, ne? Also, das ist schon riesig. Das stimmt, aber es gibt noch größere. Echt? Ja. Ja, okay. Warum kannst du dich damit nicht aus? Hattest du noch nie eine Freundin? Leider nicht. Möchtest du meine Freundin werden? Oh, da können wir drüber reden, ja? Oh, okay. Keine Tampons? Nee, wieso brauchst du eins? Ja, meine Nasenbluten. Achso, ich dachte, du hast Dünnschiss. Oh, da kann ich nachhelfen. Also, oh mein Gott! Ey, sie hat einen Kopf. Dreh dich mal um. Wir haben auch... Da geht's auch rein. Mama, falls du das siehst, es tut mir leid, aber... Nein, es tut ihm nicht leid, werte Dame. Ihr Sohn ist leider verdorben. Ich glaube, ich schmeiß sie jetzt in den Reihe rein. Selbst Kameramann ist verwirrt. Das ist so, da hast du so ein Gummi dabei und dann machst du es. Ich habe es aus Dubai. Wie geht das denn? Aber komm, wir testen das jetzt mal. Nee, bei mir. Also wozu von hinten, wenn es auch von vorne geht? Also. Brauchst du das noch? Nein, spielen wir nicht. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was ist das denn für ein Gerät, ey? Ey, das ist auch gleichzeitig ein Spielzeug, Laura. Hör mal. Also hier ist Autoschlüssel. Ich habe natürlich noch einen Pinsel. Ich habe, Das ist eine Künstlertasche hier für mich. Ja, ich habe auch noch Ohrringe. Ohrringe. Also für den Fall, dass mir die anderen verloren gehen. Ach so, Ersatzohrringe. Habe ich noch mehr Ohrringe dabei. Es ist wirklich alles da drin, deswegen... Was kannst du so Tipps geben für die Leute da draußen, was sie immer dabei haben müssen? Ganz wichtig, immer Tampons, weil auch wenn du nicht gerade deine Periode hast, eine Freundin hat sie ganz bestimmt oder irgendwen, den du im Klo triffst. Ja. Ist einfach so. Ja, und ganz ehrlich, Puder brauchen Männer und Frauen. Männer haben es nur nie dabei, deswegen muss es die Frau mitnehmen. Ja, jetzt hole ich mir auch Puder. Ach so, und dann... Ein Applikator. Und dann ist es drin. Verstehst du, was ich meine? Du machst so ganz so und dann ist es drin. Ja. Checkst du? Ja, das sieht voll komisch aus. Ja, ist aus Dubai. Aber hast du schon mal so einen Tampon gesehen, der hier so aufgeht? Ja, das sind die großen. Nein, Mann, die sind normalerweise so. Aber der ist genäht daneben. Ja, ist ja, macht dann nichts. Ja, der geht dann auf, je nachdem, wie stark du die Tage hast. Natürlich Lauras Tampon jetzt. Halt Dünnschiss hat. Aber das hier kenne ich echt. Ich habe heute Gutes gegessen, also ich glaube nicht, dass es passiert wird. Laura, aber von wo kriegt man sowas? Ich habe es aus Dubai. Tatsächlich. Und hast du es schon mal verwendet? Nee. Einfach so als Accessoire. Ja, nee, für den Notfall. Okay. Für den Notfall. Ne? Neuer Einstecktuch. Ja. Mein Herrenausstatter. Und was man noch dazu sagen muss, wenn ihr eine Freundin habt, wie meine Freundin, ich sag euch, ihr gebt ihr das Parkticket, das findest du nicht mehr wieder in so einer Tasche. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Oh ja? Pass auf. Ah, was dabei? Ich finde das sofort. Deswegen, ja, er verliert es immer bei mir. Das ist das Erste, was ich mache. Ich fahre im Parkhaus rein, weil es kennst, direkt Beifahrer immer geht. Ich glaube, ich alles muss super. Mir echt eine Freundin. Ohne Witze. Hat schon Vorteile. Muss immer alles alleine machen. Definitiv. Oder halt mein Kameramann. Also ich habe auch noch eine Sache. Warte, eine wichtige Sache habe ich noch. Jetzt kommt's. Und zwar, Spannungsmusik bitte hier aufbauen. Nee, warte. Halt, Schatz, hältst du mal alles? Hier, das hier. Weißt du, wofür das hier ist? Also ich würde so sagen, Düfte drauf machen und dann drauf riechen. Ne? Jetzt kommt's. Ah. Für die Damen, dass falls sie mal BH-lose Oberteile tragen, dass das Kleid quasi nicht abrutscht. Genau, dass keiner reingucken kann, wo er nicht hingucken sollte. Aber dafür hast du ja ihn, er gibt einen Kopf auf. Aber ich muss sagen, die schwarzen so ein bisschen über Kreuz finde ich schon ganz gut, wenn die Nippel nur abgeklebt sind mit so einem schwarzen Kreuz. Weißt du, was ich meine? Schon, kannst du das vorstellen? Like. Ja. Aber ich glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt, wo das Ganze hier beenden. Wir müssen jetzt nach Hause, auch, ne? Ich glaube auch. Was sagst du, was muss immer eine Frau dabei haben in ihrer Handtasche? In ihrer Handtasche? Ja. Boah, das ist eine schwierige Frage. Nein, eine Frau braucht nichts in ihrer Handtasche, um gut zu sein. Wenn sie mit Nico unterwegs ist, braucht sie nichts. Sie braucht nur Charakter. Jetzt einmal diese Geigenmusik, so auf Deep Talk-mäßig. Musst du einspielen.
Nein, Nico. Ist wirklich so. Nico ist der Beste. Charakter zählt, Charakter ist das A und O. Und mehr braucht eine Frau nicht in ihrer Handtasche haben. So, Freunde, das war's dann auch schon. Es hat mega Spaß gemacht, um zu sehen, was die Realities so in ihrer Taschen haben. Und die Beverly guckt auch schon wieder so. Guck mal, guck mal, guck mal bitte. Einschalten nicht vergessen. Genau, abonnieren nicht vergessen, ne? Beverly, wolltest du nochmal Tschüss sagen? Komm, wir sagen zusammen Tschüss. So, Freunde, jetzt haben wir die Beverly hier. Danke fürs Einschalten. Like-Button natürlich auseinandernehmen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.